Warum führt ein solcher Versuch nicht zum Suizid? Wie man schon entnehmen kann, muss ein Beschuldigter, der sich so erdrosseln will, eine große Kraft aufbringen. Das heißt, er muss theoretisch bis zum Eintritt des Todes an den Enden des jeweiligen Handtuches oder Strickes mit großem Kraftaufwand ziehen. Dies ist aber nicht möglich, da nach einer kurzen Zeit des Abdrückens der Luft der Beschuldigte zuerst bewusstlos wird, ehe dann der unmittelbare Tod eintritt. Bei der Bewusstlosigkeit bzw. Ohnmacht erschlaffen dem Menschen alle Muskeln. Das Bewusstsein setzt aus. Der Beschuldigte, der sich bis zu einer Ohnmacht Luft abschnürt, ist bei Eintritt dieser nicht mehr in der Lage, das Drosseln fortzusetzen, so lange fortzusetzen, bis der Tod eintritt. Durch die Bewusstlosigkeit und deren Begleiterscheinung des Erschlaffens aller Muskeln wird das Drosseln unterbrochen und gleichzeitig der Atemweg wieder frei.